Konnichiwa, Minasan und willkommen zurück beim Viertelfinalspiel der MSL zwischen Lita und Laxamie. Wir haben gerade, also alle die, die jetzt normal, die normale Reihenfolge der Videos schauen, haben zwei ziemlich gute Sets gesehen. Im ersten Set hat Lita mit einem sehr kreativen Bild dominiert und der zweite war viel kürzer und auch ziemlich schnell für Laxamie geworden durch einen 5-Pool. Deswegen steht es jetzt im Moment 1:1. Es ist alles offen. Wir sind auf der Map Moment Byzanz, also Byzanz 2. Und wie wir hier gerade in dem roten Feld da oben sehen, steht es da auf dieser Map zwischen Terrano und Zerg 13:10. Das heißt, Terrano ein ganz kleines bisschen besser, muss aber nichts heißen, es sind ja nur 23 Spiele, das muss wirklich nichts heißen. Ich hätte mir wirklich Sorgen gemacht, wenn da irgendwie Terrano gegen Zerg 30:1 oder so gewesen wäre, aber so geht es noch. Trotzdem schauen wir mal, ob Lita tatsächlich einen kleinen Vorteil hat und wenn, ob er den auch ausnutzen kann. Wir sehen links unten Laxui als orangener Zerg und rechts oben Lita als weißer Terraner. Beide im Moment scheinen mehr den Standardbild zu machen. So wie es aussieht bei Laxui im 9 Pool, glaube ich, ja, 9 wahrscheinlich. Und bei Lita ist eben erstmal die Kaserne, interessanterweise direkt an der Rampe, gut. Vielleicht um schnell einen Scout daraus zu schicken. Aber da kommt auch schon der Scouting-SUV. Okay. Gut. Die beiden Spieler sind Cross-Positions direkt diagonal gegenüber. Das heißt, jede Truppenbewegung wird natürlich dementsprechend langsam. Und ich glaube auch, dass das Spiel auf jeden Fall mal nicht so schnell wie das zweite Spiel wird. Aber das ist auch klar. Aber auch generell ein bisschen länger dauern wird. Schon allein wegen der Zeit, die Truppen brauchen werden. Beide Spieler scouten interessanterweise gerade. Ah, okay. Ah, ich wusste gar nicht, dass man das so. Okay, Lita also mauert sich da ein. Ich wusste gar nicht, dass es so einfach geht. Und dass man das Terraner da auch drauf machen. Mit Supply Depot und Kaserne, wie man es von anderen Karten auch kennt. Die Zerglinge von Laxui laufen jetzt genau in die richtige Richtung, nachdem er zumindest weiß, dass Lita links oben nicht sein kann, weil da aber gerade sein Overlord. Und auch Lita wird jetzt die richtige Richtung finden. Nur halt natürlich nicht mit angreifenden Units. Die Marines werden jetzt erstmal damit beschäftigt sein, die Zerglinge davon abzuhalten, in die Basis zu kommen. Währenddessen scoutet der SUV jetzt genau die richtige Basis und sieht, dass da jetzt auch noch nichts wirklich los ist. Und das spricht natürlich sehr für einen Expand, den Laxui wahrscheinlich schon aufgesetzt hat. Sieht man ja schon auch orangenen Punkt da drauf. Da oben, neben den Mineralien. Und, okay, noch eine dritte Hatchery mitten in der Main, okay. Gut, ja genau, da ist die Expansion. Also, ja. Drei Hatcheries nach dem Pool. Passt schon. Vor allem, wie gesagt, mit den Entfernungen kann man es sich leisten. Schon eine frühe Akademie für Lita, also interessant. Mal sehen, ob er diesmal wieder irgendein kreativen Bild anstrebt oder es bei Matic Marines belässt. Matic ist auf jeden Fall schon mal draußen, auch in Firebat interessanterweise. Wird sich natürlich freuen, wenn dann die Zerglinge kommen. Und noch ein Firebat. Und okay, jetzt geht er raus und okay. Um auch seine Expansion zu nehmen. Gut. Noch also alles relativ ruhig und ideale Gelegenheit für mich nochmal kurz Wasser zu trinken, während Lita mit dem Firebats vor den Trant die Zerglinge vertreibt. Ich kommentiere jetzt ungefähr seit 2 Stunden oder so. Da
da wird es doch langsam ein bisschen trocken im Kehlenbereich. Und reibig. Oh, okay. Gut. Schauen wir mal wieder das Spiel an. Und schauen mal, ob Lisa es tatsächlich wagen wird mit dieser kleinen Truppe. Nein, doch nicht. In die Sunkens reinzulaufen. Es waren ja eigentlich auch nur zwei, aber wahrscheinlich hat er gedacht, naja, sind noch genug Zerglinge da. Ganz durchkommt er mit so wenig Truppen dann auch nicht. Und wir stattdessen jetzt die Expansion landen. Laxu jetzt mit seinem zweiten Gas. Und sicherlich ein Spire, ja genau, da ist er schon. Natürlich, zweites Gas, da muss ein Spire da sein irgendwo. Wofür wird er sonst das Gas brauchen? Gut, Lisa wird jetzt erstmal froh sein, wenn seine Expansion nicht gleich überrannt wird. Und so lange wahrscheinlich auch mal zumindest. Ja, genau, da ist die Fabrik. Genau, das wollte ich gerade sagen. Zumindest so erste Panzer oder so, also Fabrik. Ja. Okay, die koreanischen Kommentatoren haben gerade auch irgendwas mit Comsat Station. Noch ein bisschen koreanischer, aber so in der Richtung gesagt. Finde ich immer lustig, wenn man es dann erkennen kann. Oder wenn sie dann so Hachuri oder sowas. Finde ich immer ganz süß. Okay, bald steht die Fabrik. Und wer weiß, vielleicht baut er ja sogar live gegen die Mutalisten, die bald kommen werden. Aber die Engineering Bay ist schon mal da, insofern wird er natürlich ein paar Turrets haben. Wenn wenn Luxury tatsächlich kommt. Und wie gesagt, Riesen-Map direkt gegen diagonal gegenüber. Das heißt, es wird auch eine Weile dauern, bis die Mutalisten dann darüber geflogen sind. Und so lange wird Luxury, mit Lita Zeit haben, um schon mal eine Verteidigung aufzubauen. Okay, da ist also auch ein Starport. Sicherlich jetzt diesmal mehr für Science Vessels als für Raumjäger, nehme ich mal stark an. Ja, also die Turrets werden jetzt erstmal auf jeden Fall die Main sicher halten. Bei der Expansion werden wir bestimmt auch schon welche bauen. Oder zumindest sehr gleich oder sehr schnell dann. Oder halt, oder zumindest versuchen dann mit den Matic Marines die aufzuhalten. Was allerdings jetzt. Oh, neue Mutalisken. Was dann so einfach wird. Mal sehen, was Luxury mit den Mutalisken anstellen kann. Fliegt geradewegs auf die Expansion zu. Auf die Natural. Traut sich aber nicht ganz rein. Ah, okay, jetzt doch zum Main. Aber. Oh, Lisa ist genial vorbereitet. Super. Jede Menge Marines und. Turret fängt gleich an zu schießen. Turret. Auch komisch. Error. Vielleicht sage ich künftig doch Raketenturm. Okay. Also Raketenturm auch sehr effektiv. Zumal Lita ja die Mutalisken nicht zerstören muss, sondern einfach nur davon abhalten muss, irgendwie es großartig seine Wirtschaft zu stören, also seine SEVs zu killen. Und ein Stim, aber leider. Schade. Aber leider keine Mutalisken erwischt dabei. Meine Güte, sind das viele Marines. Ja, Luxury dementsprechend abgeschreckt. War vielleicht aber auch noch sowas dazwischen. So eine Zwischentag. Vielleicht man geht er gleich auf Lurker oder sowas. Im Moment hat er links oben eine Hatchery. Noch eine, ja, mehr oder minder Hidden Expansion, wobei versteckt. Kann man bei Zerg ja fast nie sagen, weil die expandieren ja einfach überall. Wo es der Serraner möglichst nicht erreichen kann. Deswegen, ja, versteckt mehr oder minder. Ja, so ein bisschen aufpassen sollte Lux wieder schon, weil da war zumindest mindestens einer der. Ja, da, genau, da zeigen die Kommentatoren. Die sind dann schon angeschlagen, die Metallisten. Aber noch tanzt Lux wie ganz gut mit denen rum, also passt schon. Nur halt, ne, Harass hat er nicht wirklich hingekriegt. Also, er hat keine SCVs gekriegt. Er hat einfach den Aufbau von Lita nicht wirklich gestört. Und sehen wir mal, ob es ihm nachher irgendwie dann schadet, wenn Lita dann tatsächlich rauszieht und ganz ungestört. Gut, natürlich hat Lita jetzt auch noch keine zweite Expansion, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Und das wird er sich im Moment noch leisten können. Oh, okay, da ist schon der Hive nach 10 Minuten. Wow, okay.